Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Kersten Reich über die Ziele und Inhalte von Unterrichtssituationen denkt. Kersten Reich fordert eine Dominanz der Beziehungsseite über die Inhaltsseite. Als Ziel des Unterrichts nennt er eine Erweiterung der Beobachterstandpunkte. Diese ist vom konkreten Inhalt relativ unabhängig. Dementsprechend sind die Aussagen, die er aus der Perspektive der interaktionistisch-konstruktivistischen Didaktik zu dem Stoff, der im Unterricht behandelt werden soll, tätigt, rar gesät. Eine genaue Festlegung auf den zu vermittelnden Stoff wird eher als hinderlich verstanden. Die genaue Auflistung des zu vermittelnden Stoffes in den Lehrplänen bezeichnet Reich als eine Überschwemmung, die lediglich das Primat der Inhalts über die Beziehungsseite festige. Aussagen zur Stoffauswahl sind sehr allgemein gehalten, etwa wenn Reich betont, dass auch Konstruktivisten zugeben müssten, dass es so etwas wie Kulturgüter gebe. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Inhalten findet sich nur in den frühen Schriften Reichs, die noch nicht konstruktivistisch geprägt sind. Auch hier trifft er keine genauen Aussagen, sondern problematisiert bisherige Festlegungen auf bestimmte Stoffe. Und diese Texte sind gegen Ende der 1970er Jahre verfasst worden und arbeiten sich an dem damals intensiv geführten Streit zwischen einer lerntheoretischen und einer bildungstheoretischen Didaktik ab. Die Problematik der Festsetzung bestimmter Inhalte beschreibt Reich auf drei Ebenen. Die erste beschreibt Zielprobleme und somit die Frage, welche Rechtfertigung dem als bildend erkorenen Stoff zugrunde liegt. Als Beispiel nennt er die realistische Wende, die sozialwissenschaftliche Methoden in der Erziehungswissenschaft populär machte. Diese habe die Hoffnung genährt, die einzig richtige Didaktik wissenschaftlich begründen zu können. Diese Hoffnung habe sich aber im Zerreißfeld unterschiedlicher Erkenntnisinteressen schnell zerschlagen. In den 1970er Jahren macht Reich eine Dominanz der Fragen zu Funktionsproblemen aus. In dieser Diskussion ginge es um die funktionale Bewältigung unterrichtlicher Probleme. Sie wolle Unterricht als Zusammenhang von Zielen, Inhalten, Methoden und Medien empirisch erfassen und steuerbar machen. Als dritte Ebene nennt Reich schließlich die Frage nach Strukturproblemen. Dieser Richtung gehe es um die ganzheitliche Analyse, was allerdings oftmals nur in der Addition bisheriger Theorien gemündet hätte. Allerdings hätte diese Linie den Blick für die Bedeutung von Kommunikation, Interaktion, Sozialisation und Lebenswelt geschärft. Reich kategorisiert die bestehenden Aussagen zur Auswahl eines Curriculums anhand der Frage, welche Problematik dominant angesprochen wird. Eine eigene Positionierung nimmt er jedoch nicht vor. Diese Lektüre seiner frühen Schriften stellt daher vor allem eine Möglichkeit dar, die Art und Weise, in der Reich die Stoffauswahl thematisiert, nachzuvollziehen. In den interaktionistisch-konstruktivistischen Schriften finden sich keine genauen Aussagen zur Auswahl des Stoffes. In den frühen Arbeiten Reichs findet sich aber eine intensive Auseinandersetzung mit den bisherigen Didaktiken. Diese werden anhand dreier Problemlagen kategorisiert. Zielprobleme fragen nach der Berechtigung der Inhalte, Funktionsprobleme nach der Bewältigung des Unterrichts und Strukturprobleme fordern eine ganzheitliche Sicht. Kersten Reichs frühe Schriften zu Problemen der Curriculumforschung zeigen eine große Kenntnis der damals populären Ansätze. Die Gliederung, die Reich vornimmt, erfolgt aber weniger anhand des Endpunkts, sondern beschreibt vor allem die Art und Weise, wie auf den Gegenstand geschaut wird. Inwiefern diese unterschiedlichen Sichtweisen wirklich zu differenten Lehrplänen führen, bleibt ebenso offen wie eine Positionierung Reichs.